Karaoke, was do jeitinho dela andar. Nem ninguém tem carinho assim para dar. Startschuss für die Kampagne Rio bewegt uns im Schanzenpark in Hamburg. Stefan Heese, Erzbischof von Hamburg, ließ es sich nicht nehmen, Kinder und Jugendliche aus seiner Stadt auf einen Solidaritätslauf für ihre Altersgenossen in Rio de Janeiro, Gastgeber der kommenden Olympischen Spiele, zu schicken. Auf die Plätze! Fertig! Los! Hier geht es um die Bewegung Rio bewegt uns. Und ich bin dankbar, dass hier so viele junge Leute sind, die das mittragen und die bewegt sind. Und auch viele Verbände, die sich dem verschreiben, die nämlich ganz bewusst die Menschen in den Blick nehmen wollen, die in Rio bei so einem Großereignis oft durch das Blickfeld so einfach durchrasseln. Also etwa Kindersklaven und so etwas. Dass die also menschenwürdig leben können und dass es nicht nur um die geht, die sich irgendwas leisten können und die anderen vernachlässigt werden. Wir machen keine Parteipolitik natürlich, aber wir sind politisch bewusst und sind deswegen auch mit dabei, wenn es darum geht, vielleicht mit den Mitteln des Sports sogar politische Zustände zu verbessern. Wir waren schon bei der Vorstellung dieser Aktion vor einigen Monaten mit dabei. Und wir werden auch in Rio de Janeiro unsere Sportlerinnen und Sportler ermutigen, sich das eine oder andere Projekt anzusehen und diese Aktion auch sehr bewusst wahrzunehmen. Das Aktionsbündnis, bestehend aus Hilfswerken, katholischen Organisationen und Verbänden, darunter die KAB, dem Deutschen Olympischen Sportbund sowie dem Deutschen Behindertensportverband, nimmt die Olympischen und Paralympischen Spiele zum Anlass, den Blick auf die Menschen und Lebenssituationen in Rio de Janeiro zu richten. Das Bündnis hat sich deutlich erweitert und da sind wir ganz glücklich drum, weil wir gemerkt haben, dass wir mit der Frage der sozialen positiven Folgeerscheinungen von Sportereignissen einen Nerv getroffen haben. Und viele Menschen sagen, der Sport hat Werte und das muss für die Menschen, die dort leben, wo die Ereignisse stattfinden, auch Früchte tragen. Sportlerinnen und Sportler haben zugesagt, sich am Herzen infizieren zu lassen, im guten Sinne am Herzen berühren zu lassen, für die Projekte der Menschen in den Favelas, für die Straßenkinder, die unter ganz schlimmen Bedingungen dort leben. Und wir glauben, dass diese Sportler gute Botschafter sind für soziales Engagement, auch nachhaltig hier in der Bundesrepublik. Das ist eine Möglichkeit. Die andere ist, dass diese Aktion, unsere Projekte, unsere Partner, auch die KAB, im Deutschen Haus mit vorgestellt wird und dass wir im Grunde noch mal sagen können, was unser Anliegen ist. Denn der Deutsche Olympische Sportbund und der Deutsche Behindertensportverband, für die Paralympics ja wichtig, die unterstützen ja mit der Agenda 2020 ausdrücklich die Forderung, dass Spiele nachhaltig sein sollen. Bessere Startchancen für die jungen Menschen aus den armen Vierteln. Möglichkeiten bieten, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und zu mündigen Bürgerinnen und Bürgern heranzuwachsen, das ist erklärtes Ziel der Kampagne. Hier in Deutschland geht es darum, solidarisch zu sein und politisch Aufmerksamkeit zu erregen. Und zwei Aktionen sind zentral. Die eine ist, dass es Sponsorenläufe, Wettkämpfe geben soll, wo man anhand von Kilometern Spenden sammelt. Und das andere ist, an Verdiente und Engagierte in Sachen Nachhaltigkeit und soziales Engagement Medaillen der Werte zu verleihen. Die werden auch in Brasilien verliehen. Auch das wird solidarisch gelaufen für Projekte der Hoffnung in Brasilien, unserer Partner. Und mit dem IOC und den Nationalen Olympischen Komitees wollen wir an einem Kongress zu Beginn der 100 Tage Frieden der Olympischen Spiele darüber sprechen, wie die Ideen nachhaltig für Rio bleiben können und zukünftig Sportveranstaltungen so von Anfang an geplant werden, dass die Gewinner auch außerhalb der Stadien zu finden sind. Das Bündnis unterstützt Sozialprojekte in der Olympiastadt, in denen besonders die Kinder und Jugendlichen gefördert werden, die auf der Straße oder in den Favelas leben, damit auch außerhalb der Stadien Menschen zu den Gewinnern gehören. Rio bewegt uns, weil wir eine Partnerschaft mit der dortigen Arbeitnehmerbewegung haben und
wir mit denen gemeinsam an den Fragen weiterarbeiten wollen, wie kann es zu einer guten Arbeit, zu einer gerechten Welt kommen. Also die MTC ist ja eine Bewegung, die in Brasilien versucht, die Situation von Menschen zu verändern, die versucht, Lebensbedingungen zu verbessern, und zwar ganz konkret mit Aktionen vor Ort. Und die MTC wird sich auch bei dieser Aktion ganz konkret für die Lebenssituation der Menschen in Rio einsetzen und die Frage wahrscheinlich deutlicher aufgreifen, wie geht es denen, die da leben und die da arbeiten, mit einer solchen Großaktion wie den Olympischen Spielen. Bietet es für sie Lebenschancen oder sind es eher Risiken? Wir können tun, dass wir die MTC unterstützen, die mit Bildung versucht, die Menschen, auch die Nichtmitglieder, die Menschen zu befähigen, ihre Situation selbst in die Hand zu nehmen, selber was zu machen, selbst aus der Favela rauszukommen. Mit Solidaritätsaktionen, vom Spendenlauf bis zu Streckenkegeln, können sich Menschen in Deutschland aktiv beteiligen und die Kampagne unterstützen. Der Aktionszeitraum wird sich bis zur Abschlussveranstaltung am 15. November erstrecken und damit genug Zeit lassen, sich getreu dem Motto »Rio bewegt uns« mitzumachen.